Alter, was geht ab, Leute? Wir starten das Video mit ein paar Fünfer-Eiern. Aber ich muss erstmal Platz schaffen. Für die Siebener. Normalerweise mache ich das immer davor, aber heute nicht mehr dazu gekommen. Ich weiß nicht, was kann aus dem Fünfer kommen? 100er Kirsche. Ja, ein paar Gen 4 Pokémon auf 100 könnte ich gebrauchen. Aber Voltilam und so sicher nicht bisher. So, chillen wir uns kurz hier hin. Oh Gott, 2 Voltilam, was ist das? Unnötig. Oh Mann. Den könnte ich 100 gebrauchen. Wie Bunkel. 511 aber nicht. Schade, nicht shiny. Shiny aus dem Ei, das wäre doch. Das wäre es mal gewesen. So. Und zum Abschluss. Oh, den könnte ich auch noch 100 gebrauchen. 98er Lucky habe ich. Also von den Gen 4 Sachen habe ich eine Menge 98 Lucky. Aber nichts 100. Oh, eins haben wir noch. Chandra. Nee, den können wir so gar nicht gebrauchen. So ganz und gar nicht. Jetzt müssen wir aufladen, oder? Ja, jetzt heißt es 7 aufladen. Und Arena platt machen. Ja, mehr zu den Arenen gleich noch. Nimm mal schnell einen Alola Kokovai Raid mit. Vor allem für die Arena-Punkte hier. Und 1667. Shiny vielleicht? Nee, leider nicht. Während wir zur nächsten Arena laufen, haben wir ein 10er-Ei. Das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte den Durchbruch abholen. Aber okay, wieso nicht 10er-Ei? Ach Gott, ey. Trasler, Niantic, bitte, raus damit. Ich habe einen Vorschlag. Nachdem es C-Day kam, nimmt das C-Day-Pokémon raus aus den Eiern. Zum Beispiel nach dem Bummel C-Day, Bummels raus aus den 10ern und so weiter. Nach dem Trasler C-Day, Trasler raus aus den 10ern. So einfach ist es. Aber egal, hier, Feldforschung. Wir gönnen uns Shiny Evoli mit Blumenkranz. Nicht. 100er? Nicht. Shinox nehmen wir auch noch schnell mit. Für die Arena-Punkte. Für einen 100er. 500, Digga. Wann kriegen wir endlich die 500? Ich hab's nicht gesehen, die Sonne hat geblendet. Und? Und? 473. Schade. Wir haben hier, glaube ich, ein 7er Ei. Ein einziges. Das muss auch gleich ein... Oh, der hätte shiny sein können. So, wir haben gerade ein paar Arenen gemacht. Das ist ein neues Gebiet hier. Ich zeige euch mal die Arenen. Ich bin zum dritten Mal hier offiziell hier. Diese 7. Steinkuh, Feldmochinger Kreuz, Motorrad Leibrock, Schwaneflug, Evangelische Bethanienkirche, Patrona Bavaria und Feldmochinger Mann. An diesen Arenen arbeiten wir jetzt in nächster Zeit. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird, aber ich nehme euch mit. Jeden Tag, fast jeden Tag, kommen wir hier vorbei, machen die Arenen, machen fast alle Raids, die drauf sind. Und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen für ein Gebiet. Ja, schauen wir mal, das kann eine Weile dauern. Wir haben ein paar Eier am Start, auf dem Weg in die Stadt. Und Tirps. Ja, kann ich so gar nicht gebrauchen. Nicht mal 100. Sternstück ist an, saftig. Magenta, nicht shiny. Die wollen nicht kommen. Wo fahren wir schon los? Wir fahren schon los. Oh, Pitimus. Oder Kleinstein. Unsere Ausbeute aus den Eiern ist so schlecht. Check das Video von gestern ab. Ich habe 96er Tau aus. Mein bester. 504.
7er-Eye-Action. Ich befürchte aber, ich hatte kein gutes Gefühl. Ist aber eigentlich, glaube ich, auch nur der. Ja, das war nur der eine. Mach hier 3 Rocket Stops. Ich habe schon lange nicht mehr Nocturne gesehen. Ich frage mich, ob der überhaupt noch am Start ist. Ich glaube, die nächste Runde 7er startet. Ich habe kein Sternstück an. Schade. Aber mit den reduzierten Kilometern geht das einfach zu schnell. Kusilla, nicht shiny. 7,31? 96, oder? Ja. Aber braucht man nicht. So, Nummer 2. Noch ein Kusilla. Ich kann, glaube ich, nicht mehr so viele Geschenke heute öffnen, deswegen glaube ich, ist das die letzte Ladung hier. Tauros. 100er Tauros? Nee. Uff. Wir können uns gleich mal meine Ausbeute bisher anschauen. Oh, Neiger, Mann. Wieso Neiger? Oh Mann, kein gutes Gefühl, Leute. Tauros! 100er! Ach. Zu leid. Kangama, nicht shiny, ich brauch dich nicht. Das war's auch schon. So, ich zeig euch mal. Poventa habe ich bisher gebrütet, alle außer den 100er, also 2, 8, 9. Kangama habe ich gebrütet, 6, 7. Und Tauros, 4. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Leute? Das habe ich vollkommen vergessen, und zwar auf der Raid Map. Das ist auf der Raid Map, kann man einfach Stops anzeigen und dementsprechend auch einfach die Rocket Stops, und so können wir unsere Nocturne jagen. Das habe ich voll vergessen, war nur auf Deoxys Angusform fokussiert, aber jetzt kann ich mich auf mein 100er Nocturne fokussieren. Und apropos fokussieren, ihr wisst ja, Arenen sind momentan mein Hauptziel, mein Hauptfokus in diesem Spiel. Ich habe jetzt endlich mal nachgezählt, 198 Gold Arenen. Also ich habe mich wahrscheinlich verzählt, aber 198 bräuchte ich noch für mein ganzes Gebiet, für mein Endziel. Dann wäre ich sozusagen fertig mit den Goldarenen. Ihr wisst ja, bei mir geht es nicht um die Menge, also eigentlich wie weniger, desto besser, weil weniger Arbeit für mich, sondern um bestimmte Gebiete. Ich wollte es euch mal hier zeigen, aber ich habe verplant, ich hätte es gestern Abend oder so machen sollen oder heute früh. Nee, heute früh geht nicht, weil die ganzen Raids blockieren das natürlich jetzt, dementsprechend sieht man da nicht so viel. Ich blende ein paar Sachen hier nebenbei aber trotzdem ein. Ich habe jetzt mein Gebiet wirklich abgesteckt und weiß ganz genau, welche Arenen ich brauche, welche, wo ich maximal hingehe. So der äußerste Rand. Und eben, wie viele Arenen ich noch brauche. 198 klingt viel. Ich habe momentan 130 oder so. Aber nicht vergessen, das sind nicht 198 komplett neue Arenen. Die meisten sind ja schon in Bearbeitung. Also ich habe zum Beispiel 20, die sind ganz kurz vor Gold, wirklich ein, zwei Mal hingehen noch, drei, vier Mal. Dann habe ich zum Beispiel 20 in der Innenstadt. Das ist halt nur eine Frage der Zeit. Die gehe ich jetzt nicht aktiv nach, sondern warte einfach, bis wir da oft genug raiden. Und das ergibt sich ja mit der Zeit. Also ich bin schon relativ weit, würde ich sagen. Vielleicht so 65%. Und jetzt, wo ich die genaue Zahl weiß und das genaue Gebiet, ich bin besessen davon. Ich werde in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal härter reinhauen. Mehr Raids machen, wirklich jeden Flunky für jedes Alola Raichu, das ich sehe, jedes Shinox, Absol, Alola Kokuai, Alola Knogger machen, was geht. Einfach für die Arena-Punkte. Und das sind halt die Pokémon, die ich noch Shiny oder 100 brauche.
dementsprechend einfach so viele wie möglich. Und da jetzt wirklich dann noch mehr Raid tun, zum Beispiel gut für euch, mehr Action. Aber da dann wirklich die Arena-Punkte zu pushen, weil ich bin so nah dran. Und irgendwann 2020, nächstes Jahr, denke ich mal, werden wir damit durch sein. Vor allem, wenn Anfang dieses Jahr wieder so ein Arena-Event kommt, wo alles doppelt zählt, da werde ich so krass abgehen. Jetzt zum Beispiel die Woche Mewtwo Raids. So viele Mewtwo Raids. Was heißt so viele? Schauen wir mal, aber so viele, wie halt geht. Problem ist, oder schade ist halt, Gold-Arena bringt absolut gar nichts. Ja, du kriegst mal Items aus den Stops, aber wen juckt's? Kannst auch einfach zwei Stops drehen. Da sollte sich Niantic echt was einfallen lassen, weil momentan ist halt nur ein persönliches Ziel für jeden. Hab auch schon überlegt, natürlich die Farbe zu wechseln und dann als Blauer, das würde mir wahrscheinlich ein Drittel der Zeit sparen und als Roter wahrscheinlich doppelt so schnell, aber ich bleibe gelb natürlich. Wir spielen das Spiel auf richtig schwer, ultra schwer durch. Ja, das war so ein kleiner Einblick, Leute. Diese Gold-Arenen oder diese Arenen, die noch nicht Gold sind, diese 198 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe, dieses Gebiet, das hält mich momentan am Ball, mein Hauptziel momentan. Ich habe noch andere Ziele, zum Beispiel jeden Monat meine 20 Millionen EP, alle anderen Statistiken, Medaillen und sowas, natürlich hochgrinden, immer konstanter bleiben, alle Pokémon einmal auf Max haben, meine 100er Sammlung ist wieder aktiv, meine Shiny Lucky Sammlung und eben hauptsächlich die Arenen. Das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, was eure Ziele momentan im Spiel sind. Würde mich interessieren, macht ihr auch Gold Arenen? Was sammelt ihr? Was sind eure Ziele? Was motiviert euch momentan, rauszugehen und zu zocken überhaupt? Aber ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.